dieses Jahr mal ein etwas anderes Schuljahr und wir waren wenig in der Schule, aber trotzdem wollen wir unseren Tag des Lobes dieses Jahr nicht ausfallen lassen. Auf diesem Wege wollen wir euch ein Video zeigen, damit ihr unsere Anerkennung seht und dass trotzdem ein kleines bisschen Lob an euch rausgeht. Denn wir haben dieses Jahr alle das Schuljahr super gemacht und nicht nur Einzelne werden gelobt, sondern wir alle sind gelobt. Also für mich war es eine relativ zweigeteilte Zeit, weil ich einerseits die ganze Zeit mit meiner Familie genießen konnte und damit auch ja viele Momente mit denen. Aber andererseits war es für die Schule ein bisschen stressig, weil man sich nicht ganz so oft absprechen konnte mit den Lehrern und somit war die Kommunikation manchmal ein bisschen schwieriger. Ja, sehr ungewohnt, konfus und durcheinander. Das ist eine ganz andere Art des Arbeitens gewesen. Vor allen Dingen schwierig war für mich, weil im Büro trotzdem sehr viele Sachen angefallen sind. Und dann parallel immer mal wieder in eine Videokonferenz hüpfen bei den technischen Problemen, die wir hier in der Schule haben. Das war mindestens doppelt so anstrengend wie in normaler Schule. Ja, also durch das Homeschooling hatte man Vorteile, aber auch Nachteile, kann man ganz klar sagen. Also zu den Vorteilen würde ich zählen, dass man nicht zur Schule fahren musste und keine Wege hatte und man dadurch auch ein bisschen länger schlafen konnte. Aber zu den Nachteilen würde ich ganz klar die vielen Videokonferenzen zählen. Also es war auf jeden Fall nichts für mich und für einige andere denke ich auch nicht. Ich war eigentlich trotzdem jeden Tag in der Schule. Das war für mich natürlich gut, weil mir zu Hause wahrscheinlich genauso wie allen anderen die Decke irgendwann auf den Kopf gefallen wäre. Ich fand das als Lehrer schwierig natürlich, vor allem am Anfang. Es war arbeitsintensiver als normal und für die Schüler war es sicherlich noch viel schwieriger und da hat man auf jeden Fall gemerkt, dass die Schere auseinandergeht und dass da schon auch die Rolle spielt, wie wohne ich, was für Gerätschaften habe ich, wie viele Möglichkeiten haben meine Eltern mir zu helfen und das ist natürlich extrem schade und da müssen wir natürlich jetzt vor allem im nächsten Schuljahr zusehen, dass wir solche Ungerechtigkeiten irgendwie wieder gewuppt bekommen. Also generell, also wir können jetzt natürlich auf unsere Stufe gehen, aber wir hatten fast in allen Fächern Meeting und dann immer 2 Stunden. Dann hatten wir noch Hausaufgaben. Also eigentlich hat man die ganze Zeit nur Aufgaben gemacht. Ja. Es war ziemlich anstrengend und die sozialen Kontakte haben sehr gefehlt. Ja. Ich habe meine Freunde vermisst. Das war auch ziemlich langweilig, weil man Freunde nicht richtig sehen konnte, aber man konnte halt länger schlafen. Ja, also es war wirklich schon ein bisschen langweilig und das Blöde war halt auch, manchmal hatten die Eltern keine Zeit und dann saß man alleine halt zu Hause und es ist generell einfach langweilig gewesen. Ja, die Zeit des Homeschoolings habe ich relativ anstrengend erlebt, weil es eine Umstellung war. Wir mussten sicherlich vieles neu erfinden und damit meine ich vor allen Dingen die Lehrer und die Schüler haben sich wahrscheinlich relativ schnell mit den neuen Gegebenheiten angefreundet. Ich fand aber vor allen Dingen, dass wir in diesem Jahr das Homeschooling deutlich besser hingekriegt haben als noch im Februar davor. Und das hat mich eigentlich ganz positiv gestimmt, weil wir es einfach viel besser gemacht haben. Und für meine Schüler, gerade die in der 5. Klasse, war es so, dass die ja ganz neu auf die Schule kamen, hatten keinen Kennenlernen-Nachmittag, hatten keine Chance, sich vor den Sommerferien kennenzulernen. Dann hatten sie nur eine kurze Zeit, sich danach zu finden und dann wurden sie schon wieder auseinandergerissen. Die war sicherlich besonders bitter, aber also wenn ich da mal für meine Klasse spreche, kann ich sagen, die haben das hervorragend umgesetzt, auch dadurch, dass es eine gute Kooperation zwischen Eltern, Schülern und Lehrern gab. Und das hat eigentlich dann am Ende sehr, sehr gut geklappt. Ja, es war sehr aufregend und drubbelig. Wir mussten uns alle dran gewöhnen. Ja, und eigentlich war hier erstmal gar nichts. Im Loch sind wir nicht gerade gefallen, aber das ist ja hier war es erstmal eine stille, sehr, ruhige sehr Schule zu kommen. Ja. Ja, grundsätzlich hat mich ermuntert, dass ich gesehen habe,
dass digital auch einiges möglich ist. Das war sicherlich nicht alles super, was wir gemacht haben, aber grundsätzlich haben wir die Möglichkeiten des digitalen Lernens erzwungenermaßen ausprobieren müssen und teilweise sind da sicherlich Sachen dabei, die man auch in den hoffentlich jetzt immer normalen Unterricht in Anführungsstrichen überführen kann und die man da weiter nutzen kann. Und grundsätzlich war die Motivation der Schüler, die ich unterrichtet habe, relativ hoch und das war schon eigentlich erfreulich unter diesen doch sehr schwierigen Bedingungen. Also das, was einen jeden Tag ermuntert, ehrlich gehört, ne? Dass man trotzdem ab und zu mal mit netten Menschen Kontakt hat, dass man sieht, dass man Ziele erreicht und dass man generell motiviert ist, was zu bewegen in dem, was wir hier machen. Uns hat auf jeden Fall das Training im Homeschooling ermuntert. Im Training konnte man die sozialen Kontakte zu seinen Trainingskollegen auf jeden Fall halten. Außerdem war die Zeit im Internat doch relativ schön, weil man ja immer noch mit seinen Kollegen Zeit verbringen konnte. Mich ermuntert. Also mich hat ermuntert, dass ich extrem viel Zeit mit meiner Familie verbringen konnte und mein Sport. Und wir hatten das Privileg, trotz Corona trainieren zu dürfen und so konnte ich mich relativ gut ablenken, wenn ich mal gestresst war. Die paar positiven Kommentare, die Lehrer dann nach den Hausaufgaben zurückgelassen haben. So. Gut gemacht. Ja, genau. So, ja, das ist sehr gut gemacht, wird vermerkt. Perfekt. Ja. Ermuntert. Ich habe ganz viel Sport getrieben. Obwohl ich irgendwie viel zu tun hatte, hatte ich irgendwie den Eindruck, ich habe jetzt viel mehr Zeit für selber Sport treiben. Was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass der normale Freizeitstress, Termine der Kinder etc. pp. Weggefallen ist und das dann wieder Freiräume geschaffen hatte. Also das war gut und klar, natürlich fand ich auch gut, dass jetzt Digitalisierung endlich vorangetrieben wurde. Viel Zeit mit der Familie, es gab ja auch positive Dinge, ja. Aber insgesamt fand ich es natürlich genauso schwierig und anstrengend wie alle anderen auch. Eins in den Chat von Frau Götz, jedes Mal in Literatur, erstmal in Stunden am Mittwoch. Und ja. Deutsch natürlich. Ja, genau, genau. Ja. Bei uns war es definitiv das Training, der Trainingsfortschritt, den man in der Zeit gemacht hat, aber auch das gemeinsame Frühstück im Internat, was man jeden Tag zusammen machen konnte, das war sehr schön, ja. Ja, also ich kann ehrlich sagen, hatten wir gar nicht. Favorite Moment habe ich in dem Sinne nicht. Aber nein. Wir haben uns eigentlich gefreut, dass es wieder so ein bisschen normal wurde irgendwann. In den normalen Unterricht geht, ja. Ja. Und ab und zu so verabredet haben und zusammen Homeschooling gemacht haben. Und dann zusammen mit anderen halt Homeschooling gemacht haben. Ja, das war schon schön. Und ein Favorite Moment in jedem Schuljahr ist die Abi-Zeugnisvergabe. Das kommt bei euch ja dann auch bald. Das ist einfach sehr schön zu sehen, worauf das hinausläuft an der Schule. Und sie sehen die glücklichen Gesichter von Kindern und Eltern. Nicht nur, weil sie fertig sind mit der Schule, sondern weil sie ein großes Ziel erreicht haben. Also unser gemeinsamer Favorite Moment war eigentlich die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft. Und wir beide konnten sogar einmal mit der A-Jugend, einmal mit der B-Jugend dran teilnehmen. Und von daher hatten wir trotz Corona ein ziemlich sportlich erfolgreiches Jahr. Ja, mein Favorite Moment, glaube ich, kann ich auch tatsächlich in die SV-Arbeit gucken. Wie ich gerade sagte, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass viele Leute über Bord gehen würden, aber als wir dann das erste Mal zum Beispiel ein digitales SV-Treffen gemacht haben, waren wirklich sehr viele beteiligt und das hat mich doch sehr gefreut. Da war ich, ist mir zumindest mal schon ein ziemlicher Stein vom Herzen gefallen, dass es doch so aussah, dass die Leute auch quasi am Ball bleiben und wir hier zu normaler Arbeit irgendwie auch übergehen können und übergehen werden. Das fand ich schon sehr aufmunternd, sehr ermutigend. Wir haben in Corona-Zeiten jetzt eher gemacht, weil es waren ja auch alle zu Hause eigentlich. Deswegen haben wir auch ein bisschen gemacht. Wir haben so, sage ich jetzt mal, so besondere Steine, sage ich jetzt mal, verkauft und da halt dann auch das Geld zusammengesucht für gute Zwecke und ja.
Also wir hatten tatsächlich auch eine Videokonferenz mit der Leiterin von der UNICEF AG, Frau Schwenke, und da haben wir auch neue Ideen besprochen und wie gesagt, wir haben auch Steine verkauft an die Familien oder Freunden und ja. Ja, und wir haben auch, als wir in der Schule waren, haben wir auch dann so Tüten verkauft, so Süßigkeiten-Tüten haben wir verkauft. Und wir hatten auch noch Weihnachten in Schuhkarton, also halt wir schenken armen Kindern oder Erwachsenen halt was zu Weihnachten, die sich nichts leisten. Also ich wünsche mir, dass Corona mal vorbei ist, weil mit den Masken, das nervt halt schon. Und ich hoffe einfach nur, dass nächstes Jahr Corona vorbei ist. Also ich würde mir wünschen, dass man mehr Schulaktionen machen könnte. Zum Beispiel auch, dass man gucken kann, dass man mehr Masken absetzen kann und dass alles ein bisschen ruhiger wird, die Lage auch. Und ja, ich würde mir wünschen, dass Frau Schwenker uns erzählt, vor der Corona-Sache hatte man dann halt immer in der Pause da in einem Raum halt so ein Fenster offen und hat dann sozusagen Schulsüßigkeiten-Kiosk sozusagen gemacht. Also wir haben ja auch eigentlich Schulkiosk, aber dann halt nur für Süßigkeiten und so. Und das würde ich mir halt wünschen, dass dann halt ohne Corona, dass man das dann auch wieder machen kann. Wir hoffen, euch hat das Video und der etwas andere Tag des Lobes gefallen. Wir wünschen euch schöne Ferien und euren Familien und bleibt gesund.